Einen wunderschönen guten Tag euch allen und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wir müssen heute ein bisschen Kette geben. Oh ja, natürlich, direkt ein Scrolling-Level, klar, warum auch nicht. Weil wir noch ein bisschen was zu tun haben. Darunter halt dieser Level, dann zweimal das Castle, weil wir halt noch den Exit aktivieren müssen. Die roten gehen hoch, okay. Weil wir halt noch den Exit aktivieren müssen für Welt 7 war's. Und ja, halt logischerweise auch den normalen Exit, klar. Von Castle, so meinte ich das. Und ja, dann halt auch noch die erste Hälfte der sechsten Welt machen müssen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann auch hier das Pilzhaus mache. Wow, jetzt kriege ich... Ja, jetzt kriege ich eine Blume anstatt ein One-Up. Aber egal. Ich meine, ein Up mehr oder weniger sollte jetzt auch nichts machen. Okay, nice. Hä? Was ist das denn jetzt? Nein, Mario! Du Vollidiot! Warum hat er den jetzt weggekickt, den Koopa-Panzer? Was zum Teufel war das denn jetzt? Jetzt muss ich den Kack-Level nochmal machen, oder was? Ach komm schon, Alter. Ja, okay, das entscheide ich dann aber am Ende des Parts. Also ihr wisst alle, wo die Starcoin ist. Die war jetzt halt nur absolut assi und dass ich die nicht bekommen habe, war auch ein bisschen lächerlich, weil... Warum habe ich die nicht bekommen? Also, klar, nee, so meinte ich das nicht. Warum habe ich den Mann, warum habe ich den Koopa-Panzer nicht aufgenommen? Also, der eine oder andere wird sich jetzt so denken, ja, du musst auch Rennen gedrückt halten. Hab ich. Mache ich die ganze Zeit. Ich lasse die Renntaste nie los. So wie es sich auch in einem Mario-Game gehört. Die ganze Zeit Rennen gedrückt halten und dann halt, ja, springen, wenn man springen muss. Und er wollte den Koopa-Panzer nicht aufnehmen. Bin dagegen gelaufen und er hat ihn weggekickt. Naja, mal schauen, ob ich das noch nachholen kann innerhalb des Parts und wenn nicht, dann, ja. Was soll's. Ihr habt's alle gesehen, wo die ist. Und dann würde ich sagen, wir heben uns einfach... Warum wollte er jetzt keinen Feuerball werfen? Ja, egal. Dann würde ich sagen, wir heben uns einfach die, Sternmünze, die Starcoin. Die heben wir uns dann für das Ende des Parts auf. Und halt eben auch den... nee, nicht den. Oh Mann, ey, ich bin irgendwie dumm gerade. Ich bin irgendwie gerade dumm im Kopf. Wir heben uns die Starcoin und auch das Toadhaus heben wir uns dann für das Ende des Parts auf. Mario. Jawohl, sehr schön. Es hätte mich jetzt ein bisschen angekotzt, wenn ich das nicht geschafft hätte. Aber gut. So. Und ich würde sagen, wenn wir eine Feuerblume haben, dann machen wir den Fight so, also ganz normal. Und wenn wir die verlieren sollten... Oh, jetzt haben wir einen Mini-Pilz bekommen. Ah, okay, toll. Ach man, ey, ich dachte, da wäre vielleicht wieder eine Starcoin. Ja, wenn wir die Feuerblume verlieren sollten, was jetzt passiert ist. Moment mal, was ist da oben? Da oben ist doch irgendwas. Wie soll man denn da hochkommen? In einen perfekten Jump, alles klar. Mario, bitte. Bitte, Mario. Dankeschön. Er wollte die ganze Zeit keinen Walljump machen. Okay.
Ah, okay. Okay, ich dachte, damit kommen wir nur zum Ende. Und wir haben hier tatsächlich noch eine Feuerblume. Ich will nicht zu hoch springen. Okay, wunderbar. Okay, einen Moment. Die Stelle ist ein bisschen assi, aber haben wir geschafft. Alles klar. Weiß ich gar nicht. Ich hab wieder eben irgendwas erzählt und hab's nicht zu Ende gelabert, weil, ja, so viel passiert gerade. Da konnte ich gar nicht auf alles reagieren. Ach, crap. Da darf man sich auch nicht verarschen lassen von dem Vieh. Man muss einfach nur immer drunter herrennen. Und den wegkloppen. Nein. Ach Gott. Jetzt mach ihn, Mario. Nice. Alles klar. Da haben wir es geschafft. Und Moment mal. Muss man den Fight als Mini-Mario überhaupt überleben? Oder kann man sich einfach einen entspannten machen? Hey, ich sehe ja auch gerade der Weg ist offen. Zur siebten Welt. Hey, was ist denn da los? Okay, okay, einen Moment. Einen Moment, das, will ich mal kurz nachschauen. Ob man überhaupt den Fight wirklich mit Mini Mario bestreiten muss oder ob man einfach den Fight als normaler Mario machen kann und sich dann ja einfach den Mini-Pilz hintergeben kann. Außerdem mag ich auch immer sowas nicht, wenn ich doppelt kann sage oder wie auch immer diese Satzkombination, wo man theoretisch ein Wort weglassen könnte und ich sag's dann halt zweimal. Das ist immer ein bisschen kacke. Also was ich eigentlich meinte, ist, ich weiß nicht, ob man den Fight einfach normal machen und sich dann hinter den Mini-Pilz geben kann. So. So ist es richtig. So will ich sagen. So können wir weitermachen. Es wäre natürlich noch cool, wenn ich jetzt noch eine Feuerblume bekommen könnte. Ich meine, die bekomme ich ja sowieso am Ende. Oder würde ich bekommen. Ich hätte zumindest noch die Chance, am Ende einen Power-Up zu bekommen. Aber natürlich wäre es geiler, das Rumgehampel mit diesem Loch nicht nochmal machen zu müssen. Deswegen versuche ich jetzt, mich nicht treffen zu lassen. Und hier halt ohne Treffer durchzukommen. Okay, wunderbar. Stern wäre nice. Alles klar, nice. Dann können wir hier nämlich einfach durchrennen. Und sind auch schneller beim Boss. Okay, cool. Und man kann sich den Mini-Pilz tatsächlich nicht mehr geben. Man kann auch nicht auf Pause drücken, um aus dem Level rauszugehen. Es geht nicht. Mann, ey. Ja, okay. Das ist ein bisschen kacke. Weil so verliere ich natürlich jetzt absolut viel Zeit. Aber andererseits, ja, okay, 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 dann halt so. Ich wollte die Pflanze eigentlich wegböllern und dann greift sie mich einfach durch den Boden an.
Super. Aber ich kann natürlich auch einen längeren Part machen, klar. Wird's auch werden im Endeffekt. Weil ich möchte natürlich hier alles zeigen, möchte hier alles mit euch durchleben, quasi nochmal durchleben. So, okay, nice. Deswegen werde ich dann einfach einen längeren Part machen. Ganz einfach. Sehr schön, nochmal einen Stern bekommen. Ich frag mich, ob man... Na, ich weiß es nicht. Ich frag mich, ob man einen Boss one-shotten kann, wenn man schnell genug ist. Frag mich auch, ob man... Obwohl andererseits... Komm, machen wir es einfach so. Ich habe mir so gedacht, ja gut, vielleicht kann man den Boss erst besiegen und dann den Pilz einsammeln, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann einfach verschwindet. Dass er das dann einfach plopp macht und er ist weg. Also, machen wir so. Verschwenden hier nicht nochmal Zeit und tatsächlich hätten wir uns das, glaube ich, sogar sparen können. Aber gut, ich hoffe, es war zumindest interessant anzusehen. Alles klar. Dann speichern wir hier ab. Und gehen in ersten Level von Welt 6. Oh, und ja, Mann. Diese Welt ist ultra geil. Nur hier finde ich es sehr schade, dass die Level keine eigene Musik haben. Und diese normale Athletic-Wolkenmusik quasi. Oder kommt die später noch? Nee, ich glaube tatsächlich, die Level von Welt 6 haben keine eigene Musik. Na, echt schade. Okay, da oben ist direkt die nächste Starcoin. Ich frage mich auch gerade, ob man hier diesen One-Up-Trick quasi auch machen kann. Mit diesen 1000 Kugel-Willis dann einfach, die man sich mit zum Ziel nimmt. Und dann das Ziel aktiviert. Wäre vielleicht mal interessant, das auszutesten. Ah, vielleicht... Na, weiß ich nicht. Vielleicht im Bonusvideo oder so. Hier ist schon wieder eine Mini-Röhre. Aber noch nicht für eine Starcoin, oder? Komm schon, Alter. Ey, nee. Als ob da jetzt so ganz random einfach eine Mini-Röhre irgendwo in der Gegend rumgammelt. Kacke, bin dumm. Ja, keine Ahnung. Ich hätte da eigentlich gern nochmal oben geschaut, ob da die Starcoin ist. Aber sie könnte natürlich auch hier sein, was sie nicht ist. Moment, hier ist sie. Was ist denn andauernd in diesen Mini-Röhren drin? Und ich habe sogar ein One-Up bekommen. Also geht das tatsächlich mit den Kugelwillis? Wenn man sich dann zig Dinger mit zum Ziel nimmt, kann man ja richtig One-Ups farmen. Ja, alles klar. Gut, ich denke, wenn ich mich hier jetzt beeile, sollte der Level... Ach komm, warum ist denn hier schon wieder so normale Musik? Also das finde ich echt schwach. Ah, kacke. Ja, ich muss eigentlich ein bisschen mehr aufpassen und mir den Akito gönnen sollen. Okay.
Braucht man nicht zwangsläufig. Es reicht auch hier einfach rüber zu fliegen. Ja, komm. Es ist so klar die ganze Zeit einfach nur. Kann Mario bitte mal auf der rechten Seite rauskommen? Okay, geht doch. Alter. Ist hier was? Sieht irgendwie so aus, als wäre hier was. Okay, zum Glück. Hätte ja auch sein können, dass ich da einfach abkratze gleich. Aber nö, alles gut. Hier ist zum Beispiel diese Wüstenmusik. Die coole. Oh, was? Die verwandeln sich in Shells? Da hatte ich aber gerade Glück, dass sie, ja, dass ich mich nicht selbst getroffen habe. Okay, nice. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen schauen, ob hier irgendwas ist. Und es kommt direkt der nächste Lakito, alles klar. Zwei Lakitos. Gut. Dann wechsle ich jetzt nochmal die Wolke. Oh, die ist ein bisschen schneller, oder? Sein. Dann Mini-Pilz. Ist da echt ein Mini-Pilz jetzt drin? Hau ab, Mann. Das wirkt halt irgendwie wie so ein... Keine Ahnung, wie ein Special-Item halt. Ah, ja, ist sogar ein Special-Item, aber ein Stern. Komm rüber hier. Dann gönnen wir uns hier die Wolke. Cool, hier eine Starcoin wieder zu finden. Könnte ich nämlich ins Ziel. Haut ab. Dreckigen Lakitos. Vielleicht hier bei den Röhren? Ja, okay, nice. Was? Okay. Ich hoffe jetzt... komm, Moment. Ja, okay. Habe ich mir schon fast gedacht, weil da waren jetzt so viele Röhren. Wenn da jetzt nicht die Starcoin gewesen wäre, hätte ich mich gefragt, wo sie sie hinpacken wollen. Was geht denn jetzt los? Ja, witzig. Echt witzig, Leute. Echt witzig. Schön wieder Zeit rausholen. Okay. Die Blöcke bleiben noch nicht mal. Warum soll... Vor allem, da kommt eine Blume raus. Wie soll man denn die Blume einsammeln? Wie habt ihr euch das denn gedacht? Wenn die sowieso wieder verschwinden. Naja. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und wir haben knapp 19 Minuten auf der Uhr. Also wenn ich jetzt hier durchböller, dann sollten wir es noch hinbekommen. Ja, ich wollte eigentlich schauen, ob da eine Starcoin ist, da oben. Aber ich denke mal nicht. Ich denke, die wird hier im zweiten Bereich sein. Und hier die Feuerblume zu haben, ist ultra Premium. Jetzt komm, geh doch da einmal hoch. Okay. Nix. Ah, da drüben ist aber safe was. Okay. Geht in den Bonusbereich. Mit hoffentlich der ersten Starcoin. Den Bonusbereich kenne ich sogar noch. Waren hier nicht auch irgendwo One-Ups dazwischen? Ja, Tatsache.
zwei One-Ups bekommen, also rausbekommen. Ah, okay, drei One-Ups rausbekommen und zwei sogar eingesammelt. Und wir sind auf 99 Leben. Das war's. Keine Starcoin? Komm, ey. Also, ja, okay, da ist eine Starcoin. Wird safe nicht die erste sein. So was von safe nicht die erste sein. Okay. Na, ist die zweite. Schade. Aber dann haben wir wenigstens schon mal einen Referenzpunkt, wo wir suchen müssen. Und den Kasten da unten ignorieren wir ausnahmsweise mal. Das ist zumindest schon mal die dritte Starcoin. Hä? Hä, woher kam denn der Stern jetzt? Moment mal, habe ich den... War der Block hier oder habe ich den durch Zufall gefunden? Ja, keine Ahnung. Ab ins Ziel, würde ich sagen. Ups. Ja, super. Zu spät gefeuert und direkt eine Schelle kassiert. Aber soll's. Wir sind im Ziel und ich hätte einen Dreisprung machen müssen, damit wir die Fahnenstange erreichen. Aber egal. Ist okay. Ist okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir halt im nächsten Part. Dann den Tower noch mit. Es werden mittlerweile echt mehr Level. Die Level werden länger. Das Ganze ist nicht mehr ganz so gut zu planen. Aber lieber so, als dann ein viel zu kurzes Spiel zu haben. Also ich... Ja gut, viel zu kurz wäre es jetzt auch nicht. Weil es war, ehrlich gesagt, eher so als schnelles Projekt gedacht. Was es ja im Prinzip auch immer noch ist. Aber es sind jetzt dann doch mehr Parts geworden, als ich gedacht hätte. Okay. Ah. Hatte halt irgendwie auf eine Rank oder so gehofft, aber nö. Kannst du knicken. Was ist hier? Auch nicht, ne? Nö. Okay, in die Röhre gehen wir auf jeden Fall nicht. Da wissen wir, das bringt uns in diesen Bonusbereich. Hä? Ach so, ja, okay. Die rechte Röhre müssen wir dann benutzen. Okay. Wird uns wahrscheinlich dann rüberschießen. Ja, und genau so ist es. Mario kann ja so komisch schwimmen. Oh, das wusste ich noch nicht. Oder was heißt, wusste ich noch nicht? Wusste ich wahrscheinlich schon. Aber, ja. Mir ist es auf jeden Fall nie wirklich aktiv. Ja, auch nicht. Ich wusste es. Ich wusste es einfach nicht mehr. So. So kann man es, glaube ich, sagen. Und... Ist jetzt nichts, oder was? Ist bestimmt wieder irgendwo so eine random Ranke, oder was heißt random? Die ist... Ja, okay. Ja. Okay, okay. Ich wollte es gerade sagen, die ist wahrscheinlich gekennzeichnet. Halt durch diese Dinger. Und genau so ist es auch. Okay, nice. Wunderbar, dann nur noch ins Ziel. Natürlich muss ich das jetzt verkacken. Nimm mal die Kleinigkeiten, die die Parts einfach unnötig in die Länge ziehen, ne? Komm, scheiß drauf, wir haben alles.
Wir haben alles. Positiv bleiben. Positiv bleiben. Und einfach nur noch ins Ziel. So. Ja. Das ganze Wasser. Ja, spring halt, Mario. Oh Mann, ey. Das ganze Wasser erschwert das aber auch ziemlich. Und nö, der war tatsächlich nicht versteckt, der Block. Schade. Wäre witzig gewesen, wenn ich den durch zufälliges Rumjumpen gefunden hätte. Okay, Moment. Jetzt möchte ich aber doch nochmal die Fahnenstange erreichen. Nice. Ich meine, wir haben zwar schon volle Leben, aber einfach nochmal, um es gemacht zu haben. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, im nächsten Part, wie ist das noch? Können wir? Ja, okay. Wir können hier scrollen. Oh, und die Welt ist tatsächlich ein bisschen länger. So, dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part hier bis zum Turm. Da, Moment, wir können ja auch mal in Level in Welt 7 reinschauen. Die ist sehr linear. Ja, dann machen wir auch bis zum Geisterhaus, würde ich sagen. Ja, ich plane gerade sehr weit in die Zukunft. Also, wir machen erstmal hier den Turm. Bis zu dem Turm, denke ich. Ja, ich denke, wir machen hier bis zu dem Turm. Und dann im übernächsten Part werden wir bis zum Geisterhaus spielen. Alles klar, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert hier. Werden die meisten wieder schon weggeschnarcht sein. Aber ich mag das immer, das einfach so ein bisschen zu erklären, was ich dazu denke. Nicht einfach so zu denken, ja, okay, ich mache das dann irgendwie und die Zuschauer werden es schon sehen. Sondern es einfach immer so ein bisschen zu erklären. Vielleicht kriegt man dann auch mit, okay, nee, das ist irgendwie Quatsch. Also, sorry, falls es langweilt, aber ich denke, das ist schon besser so. Wie dem auch sei, ich bedanke mich ab hier erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann machen wir, wie gesagt, bis zu diesem Turm hier im nächsten Part. Bis demnächst und ciao.